Hallo, mein Name ist Chris Treuer, bin fürs Marketing mit Fox Europa zuständig und zusammen mit Josef werden wir euch jetzt zeigen, wie man als Full Suspension schnell und akkurat eben nachher noch abstimmt in verschiedenen Schritten. Schritt 1, was braucht man? Braucht man ein Fahrrad, ganz klar. Wir brauchen jemanden, der was auf das Fahrrad sich da drauf sitzt, idealerweise natürlich der Fahrer oder die Fahrerin, in kompletter Ausstattung, wie man normalerweise auf dem Trail anzutreffen ist. Hier haben wir etwas Kurzhubiges, das heißt, eher dann weniger mit Camelback unterwegs, wenn sie es dann zu Hause macht, für ein Tourenfahrer, Enduro und so weiter, bitte mit gefüllten Camelback und der ganzen Ausrüstung, die man sich normalerweise an euch befindet. Welche Tools brauche ich dazu? Wir fangen immer an mit dem Reifenluftdruck. Der Reifenluftdruck ist das Um und Auf, um überhaupt ein Setup zu beginnen. Ihr habt jetzt einen digitalen Luftprüfer hier, ihr habt normalerweise Pumpen zu Hause. Stellt einfach sicher, dass der Reifenluftdruck dort ist, da wo ihr ihn haben wollt. Dann brauchen wir was, um das Ganze abzulesen. Ich habe hier ein recht spezielleres Edelstahlteil zum Messen. Es gibt natürlich Zollstöcke draußen, Meter, wie immer ihr das nennen wollt, Lineal, was auch immer. Wichtig ist, ich muss Millimeter genau ablesen können, wo sich eben nachher meine Ohrringe befinden. Und dann brauchen wir zusätzlich eine Pumpe, Hochdruckpumpe. Dies jetzt ist eine Hochdruckpumpe von uns, von Fox eben, digitale Ausführung, gibt auch analog draußen. Ganz wichtig ist, nehmt immer die gleiche Pumpen her für das ganze Prozedere. Bei Pumpen gibt es verschiedene Streuungen. Mit einer Pumpe könnt ihr immer sicher gehen, dass es dann 100% auch funktioniert. Dann bitte ich den Josef auf dem Fahrrad Platz zu nehmen. Im zweiten Schritt gehen wir jetzt her und lesen den Negativfederweg ab. Das heißt, ich komprimiere das Fahrrad, lasse es kurz durchwippen. Ich kann auch den Josef bitten, das zu tun. Ich bin ein Fan, das selber zu machen. Genau, dann sieht man, dass die Federelemente sich auspendeln in gewisser Stellung. Dann schiebt man vorne wie hinten den O-Ring zur Hauptdichtung, greift dann hier ans Oberrohr, hebt es leicht an und dann kann der Josef wieder absteigen. Dann haben wir hier vorne eine Federgabel 120 mm. Unsere geringe Empfehlung für dieses Segment sind 20% des Federwegs als Sag, also als Negativfederweg zu verwenden. Da wären wir dann hier 120% davon, sind wir dann bei 24 mm. Und dann gehe ich her und messe quasi zwischen der Hauptdichtung hier und dem O-Ring, der sich hier auf der Seite befindet, bemesse den Abstand. Dann sind wir hier bei 20 mm, das heißt, die Gabel ist vorne ein Ticken zu hart. Hinten beim Dämpfer wird das Ganze ein bisschen komplizierter, weil wir eben keine 1:1 Übersetzung haben. Das heißt, ich kann entweder hergehen und aufgrund von diesem Produktcode bei uns auf der Fox Webseite kann ich eruieren, wie viel Federweg oder wie viel Hub dieser Dämpfer generiert. Oder ich gehe einfach her und messe das Ganze manuell. Das heißt, ich suche mal oberen und unteren Befestigungspunkt, misse die beiden, dann haben wir da 184 mm. Es gibt verschiedene Maße, die sind dann nach Hub und so weiter gestaffelt und 184 mm zum Beispiel, diese Länge kommt immer mit 44 mm Hub. Wenn ihr einen 190er Dämpfer zum Beispiel habt, hat der immer 51 mm Hub. Wenn ihr dann einen 200 mm Dämpfer habt, dann hat der zum Beispiel 51 oder 57. Also das heißt, das Fenster ist relativ klein, von der Länge her kann ich sehr schnell auf den Hub schließen und dann rechnen wir hinten eben 25% aus von 44. Dann haben wir 4,4 mal 2, sind wir bei 8,8. 8,8 plus 2,2 sind wir dann bei H genau 11 mm. Das heißt, zwischen O-Ring und Hauptdichtung müsste ich hier 11 mm haben. Ich habe hier allerdings 12. Jetzt kann ich hergehen und kann beginnen, hinten das Ganze einmal abzustimmen. Aber wichtiger ist, mir eigentlich die Gabel vorne, weil da, die regelt mir auch den Balancepunkt eben dann des Fahrers sehr stark. Dann kommt der dritte Punkt, wie mache ich das Ganze? Wir haben vorne wie hinten ein Luftventil, das verbirgt sich vorne unter dieser kleinen Kappe, ganz leicht zu erkennen mit R drauf, englische Wort für Luft, und hinten haben wir einfach eine schwarze Ventilkappe, die das Ganze abschließt. Ganz wichtig, legt es euch an der Stelle hin, wo ihr es hundertprozentig wiederfindet. Sehr, sehr wichtig, dass diese verschlossen sind, denn wenn da Dreck reinkommt und ich pumpe das nächste Mal, schieße ich den Dreck quasi in die Luftkammer rein und somit ist leider das Produkt dann
wahrscheinlich fehlerhaft. Dann schraube ich die Pumpe auf. Wir gehen meistens her und nehmen PSI. Das kommt aus dem Grund, weil bei den analogen Pumpen ist diese Skala einfach ein bisschen besser unterteilt. Ich empfehle euch eben auch, das in PSI zu machen. Sonst bei der digitalen habt ihr alle Freiheit. Ah, natürlich. Da haben wir jetzt 72 PSI drinnen. Das heißt, die lassen wir raus auf 70. So. Schraub das Ganze wieder ab. Und dann lasse ich den Josef wieder aufsteigen. Wie gesagt, Prozedere kennt ihr schon. Kurz durchwippen. Die O-Ringe wieder hinschieben und wieder absteigen. Was ganz wichtig ist bei Abstimmungsarbeiten, die Druckstufen müssen immer komplett offen sein. Das heißt, immer quasi wie eine Schraube aufdrehen, dann ist offen. Nach links gegen den Uhrzeigersinn. Dann kann ich vorne nochmal messen. Jetzt habe ich das Kabel ein bisschen softer gemacht. Dann haben wir jetzt hier haargenau 24 mm. Ihr seht selber, wir haben jetzt nur ein paar PSI rauslassen. Also von dem her hat das schon eine große Auswirkung. Drum meine Empfehlung ganz klar, digitale Pumpe kann man am besten und genauesten ablesen. Wenn ich vorne mal zu 100% sicher bin, dass es passt, dann schauen wir uns hinten noch einmal an. Und jetzt haben wir hinten 11 mm. Warum kommt das jetzt? Wir haben vorne die Gabel ein bisschen softer gemacht, das heißt der ganze Schwerpunkt ist nach vorne gewandert. Und das ist eben dann sehr wichtig, damit wir hinten und vorne ordentliche Balance haben, dass ich bei einem Federelement anfange und nicht beide gegeneinander ausspielen nachher. Weil sonst bin ich dann wieder an der falschen Stelle.